Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir haben hier gleich zwei Aufgaben des Jägers und eine Aufgabe des Todes. Welche machen wir zuerst? Ich würde mal sagen, die hier. Schauen wir erstmal, was das ist. Erledige einen seltenen Gelbnacken-Kasur. Nein, das will ich noch nicht. Mal schauen, ob das hier unser... Nein, die Hunde Zwinger sind am Tollboot erkrankt. Schade, schade. Naja, ist wieder nicht die Ziege oder der Hirsch oder nein, Moment, was war das? Nein, das Einhorn. Ist wieder nicht das Einhorn dabei, was wir brauchen für unsere größere Brieftasche. Naja, müssen wir leider im Moment so noch zurechtkommen. Gesucht tot. Töte den Piraten, der sich in einer nahen Hütte verschanzt hat mit einem Messer. Gut, das machen wir auch gleich mal, weil ich liebe es, diese Piraten zu killen. Das ist sehr schön. Und nicht falsch verstehen, Leute, nicht, dass ihr es glaubt, ich würde es lieben, Leute zu ermorden. Nein, ich bin kein Mörder, aber für das Spiel ist es natürlich notwendig, das ist ganz klar. So, und hier haben wir auch schon die ersten Kandidaten. Okay, Moment, warum geht das hier nicht? So, da drin ist der Anführer, okay. Perfekt. Machen wir erstmal platt. Dann machen wir den hier platt. Und dann machen wir den. Scheiße. Fuck. Okay. Was ist denn los, ey? Ah, da lebt er immer noch. Nein. Okay, der ist tot. Gott sei Dank. Erledigt, so. Perfekt. Lalalala. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein, 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 nein. So, okay. Ich möchte mich da irgendwie ranschleichen an dem Typ, an dem Typ. Komme ich denn da nirgends durch? Wo ist der hin, Mann? Ah, guck mal genau. Okay, wenn du nicht kommst, muss ich dich holen. Wie konnte ich ihn verlieren? Den Drecksack. Hey. Erwischt. Ah. Mit einem Takedown auch noch. Wunderbar. So, was? S-Spielkarte ist open und nicht möglich, Brieftasche derzeit voll. Okay, gut, dann hilft das uns leider gar nichts, aber immerhin, wir haben wieder eine Aufgabe erledigt. Ja, leider weiß ich nicht, wohin mit dem ganzen Geld, weil ihr merkt ja sicher, man kann sich nicht wirklich mehr kaufen, was man eigentlich eh schon hat. Und von da an, naja. Etwas blöd das Ganze. Man könnte natürlich die Waffen etwas aufmotzen, sozusagen. Man könnte sagen, okay, das Scharfschützengewehr, das mache ich halt irgendwie in einer anderen Farbe. Anpassen. Ausgerüstet, ja, okay. Aber leider anscheinend nicht irgendwie. Ja, man kann hier leider nicht die Farbe ändern anscheinend. Das ist ganz eigenartig. Sturmgewehre vielleicht bei dem. Die MS-16 haben wir. Anpassen. Ausgerüstete Rotlichtvisier. Naja. Ah, hier kann man die Dinge anpassen, genau. So, in Schwarz. Nein, Urwald. Oldschool, Holz, Dschungel. Ödland, naja, nehmen wir den Dschungel, ne? Besser, glaube ich. So. Okay, dann können wir das wahrscheinlich bei dem auch machen. Da habe ich das vorher gar nicht gesehen. Genau, da. So, da würde ich auch sagen, dschungelmäßig, oder soll es weiß sein? Nein. Das ist ja eher grau. So. Dschungel, so. Perfekt. So dann, okay. Leider können wir keine weiteren Waffen tragen, beziehungsweise keine weiteren
keine weiteren Gegenstände drauf montieren auf die Waffen. Aber naja, was soll's. Man kann halt nicht alles haben, ne? So. Nein, okay. Das ist nur Munition alles. Karten. Naja, Karten brauche ich auch nicht wirklich. Nahkampfwaffen auch nicht. Machete. Konsumartikel, Medizin. Haben wir 8 zur Verfügung. Körperpanzer, den können wir uns kaufen. Der ist ganz gut, finde ich, glaube ich. Weiß ich nicht. So, Leuchtpistole, na, Flammenwerfer verfügbar. Ja, könnte ich nehmen. Tue ich aber nicht. So. Okay. Naja, wenigstens ein bisschen Geld ausgegeben. Jetzt haben wir 5.328 von 6.000, die wir eigentlich haben können. Ja, ich meine, gut, bei der nächsten Aufgabe einen Aussichtspunkt erledigen, dann können wir auch das machen. So. Würde ich sagen, dann machen wir diese Aufgabe gleich mal. So. Wir müssen da erstmal versuchen hinzubegeben und dann das Tierchen zu erledigen, was wir zu erledigen haben. So. Ich weiß auch nicht, ob sich viele wünschen, dass ich, nachdem ich ja Österreicher bin und immer meistens nur im deutschen Akzent spreche, ob sich viele von euch wünschen würden, dass ich mal eine Folge lang wirklich versuche, nur im wienerischen Akzent zu sprechen. Ist natürlich ziemlich... okay, naja. Gut, das sind anscheinend Raketen, so wie es aussieht. Da muss ich leider auf irgendeine Waffe verzichten. Verzichte ich doch eher auf den Recurve-Bogen. Den brauche ich im Moment sowieso nicht. So, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob manche von euch sich das wünschen würden, dass ich mal eine ganze Folge lang wienerisch versuche zu sprechen. Also so wenig im wienerischen Akzent. Aber, naja. So, okay, das war mal einer. Der zweite. Na, oh, zwei haben wir sogar erwischt. Interessant. So, okay. Ist ja natürlich geil, hier mit einem Raketenwerfer herumzuballern. Das ist natürlich auch ziemlich... Scheiße, okay. Erwischt. Ah! Warnung, falsche Waffenklasse ausgerüstet. Ja, ist klar, ich brauche wieder neue Munition. So, ich brauche wieder neue Munition anscheinend. Die kriegen wir hier. Irgendwo. Mann, das ist hier, genau. So, perfekt. So. 6 dieser Tiere brauchen wir noch. Das ist sehr fein. Ich hoffe, dass die dann noch irgendwo herumlaufen. Das ist ja überhaupt sehr übel, da mit einem Raketenwerfer da ganz zu machen. Den haben wir auch erledigt. So, 2 weniger. So, eine Rakete haben wir, glaube ich, noch. Das hoffe ich natürlich wieder mehrere auf einen Fleck zu treffen. Wäre natürlich schön, wenn das funktionieren würde. Und nachdem die da nach den ersten Schüssen natürlich alle weglaufen, ist das natürlich etwas komplizierter. Aber ich schaue trotzdem, dass ich hier irgendwie mehrere auf einen Haufen bekomme. Beziehungsweise finde. Denn dann haben wir auf jeden Fall vielleicht 3 auf einem Fleck. Nee, scheiß drauf. Machen wir so. So, okay. Dann müssen wir hier wieder weg. Dann müssen wir uns wieder neue Munition holen. Ja, ich meine, für 3 Viecher sollte das eigentlich noch ausreichen. Vielleicht... Uiuiui. Scheiße.
Scheiße. Ja, toll. Ja, warum laufen die mir auch nach? Das wollte ich ja überhaupt nicht. Das wollte ich damit nicht bezwecken. Warum laufen mir die Scheißbiester nach und beißen mich dann auch noch? Das ist gemein. Das war richtig gemein. Das kann ich wieder von vorn beginnen. Na toll. So erledigt. Perfekt. Die hätten wir auch erledigt. So. Noch einen bitte. Noch welche. So, okay. Oh. Wieder mal eine weniger, so. Perfekt. Dann holen wir uns wieder neue Munition. Jetzt haben wir Nummer 6 übrig. Ja, gut, war ja eigentlich abzusehen, dass das wieder nur 6 am Ende bleiben. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt alles so funktioniert, wie es mir vorstellt, denn wäre echt blöd, wenn es nicht funktionieren würde. Wenn dann wieder welche kommen, die mich auf einmal beißen und dann mir nachrennen und alles mögliche. Naja. Wäre nicht ideal. Ehrlich gesagt. So. Also wieder einen erwischt. So. Wo ist der nächste? Da ist der nächste gewesen. So. Nochmal ein. Da ist auch wieder einer. So. Perfekt. Jetzt machen wir das wieder aus dem Staub, bevor da irgendeiner kommt und uns nachrennt. Holen uns nochmal weitere Munition. Ich hoffe, jetzt rennt mir keiner nach. Aber ich denke nicht, weil sonst würde ich ja einen hören, der hier hinter mir rumläuft. Aber das tut er nicht. So. Erstmal nachfüllen da eine Rakete. So, und jetzt wieder auf die Jagd gehen nach drei weiteren Hunden, die tollwütig sind und die leider erkrankt sind. Sie sind erkrankt an der Tollwut. Hilfe, beschützt mich mal jemand. Ja, ja, das tue ich auch schon. Jetzt muss ich nur gucken. Da ist auch wieder einer. Erledigt, so. Da ist wieder einer, perfekt. Den mache ich auch gleich kalt. Erwischt, so, jetzt brauche ich nochmal einen. Den werde ich mit Sicherheit auch noch finden. Ist natürlich schwierig, aber muss auch noch irgendwo sein. So, ich darf mich nur nicht aus dem Missionsgebiet entfernen. Sonst habe ich gleich wieder das Problem, dass ich von neu anfangen muss. So. Ja, wo ist denn einer? Jawoll! Tollwütige Hunde erledigt. So, perfekt. Also geht's wieder zurück zum nächsten Aussichtspunkt. Und ich sehe gerade, da gibt's anscheinend einen Unterschlupf, den wir zwar noch nicht haben, aber wo wir den Funkturm und die Aussichtspunkte noch gar nicht erledigt haben. Naja, was soll's, ist ja egal eigentlich, denn wir haben ja eigentlich schon soweit alle Funktürme, ja, also viele Funktürme erobert. Ja, und ich glaube, es gibt nur mehr ein paar. 1, 2, 3. Oh, da unten ist auch noch was. 4, 5, 6, 7. Oha, ey, wie weit geht's denn da noch runter? Puh, da haben wir noch einiges aufzudecken. Huiuiui. Ist ja abartig. Na gut, na gut, na gut. So. Wenn wir uns gleich mal zu dem Gleiter hier aufmachen, weil da gibt es einen Gleiter. Kann ich rein theoretisch gleich benutzen, um hier vielleicht unter Umständen zu einem Funkturm zu gelangen. Was ja nicht schlecht wäre, wenn ich da so leicht zum Funkturm käme. Dann könnte ich den nämlich gleich mal erobern. Und dann, naja, wobei,
Nee, ist doch nicht wirklich ideal. Ist doch nicht wirklich toll, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da kann man runterfliegen, aber so wirklich... Nein. Nein, der ist nicht ideal. Der ist nicht gut. Nein. Okay, Leute, egal. Ich werde mich hier jetzt wieder aufmachen zum alten... Zum alten Unterschlupf. Und da gibt es anscheinend, habe ich jetzt gerade auf der Karte gesehen, noch einen Pfad des Jägers. Eine neue Aufgabe für den Pfad des Jägers. Anscheinend. Achso, das ist ja der zweite, stimmt. Pfad des Jägers erledige einen seltenen Gelbnacken-Kasur. Mit dem am Zielort gestellten Scharfschützengewehr für einen Tierpräparator. Ja, und das machen wir, meine Lieben, erst in der nächsten Folge. Denn ich glaube, diese Folge ist auch schon wieder viel zu lang. Und daher würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir, was wir dann noch so rausholen können. Also dann, Leute. Ciao, ciao.